Unser alltägliches Leben würde sich ohne Glas ganz anders gestalten und es gibt viele Gegenstände, auf die wir verzichten müssten. Wie viel das Glas bedeutet, kann man sich dann bewusst machen, indem man sich mal eine Welt ohne dieses Material vorstellt. In der Sonderausstellung Meisterwerke aus Glas zeigen wir Glas zum einen in seiner funktionellen Rolle, die ganz wichtig für die Entwicklung unserer Wissenschaft und Kultur ist. Auf der anderen Seite zeigen wir aber auch zahlreiche Gegenstände, die zeigen, warum der Zauber und die Faszination für Glas bis heute ungebrochen sind. Die Verwendung von Gegenständen aus und mit Glas ist für uns heutzutage so selbstverständlich, dass wir eigentlich gar nicht mehr darüber nachdenken, wie wichtig und essentiell dieses Material für unsere Gesellschaft, für unsere Entwicklung der Kultur und auch Wissenschaften eigentlich gewesen ist und auch heute noch ist. Schon alleine, wenn man an die Eingangshalle vom Germanischen Nationalmuseum denkt, die wird ja von sehr großen Glasfenstern, großen Glasflächen dominiert. Das wäre eben ohne dieses Material gar nicht möglich und diese lichtdurchflutete Halle würde ganz anders aussehen. Beim Lesen und auch im alltäglichen Leben hätten ganz viele Personen in unserer Gesellschaft ein großes Problem, denn die Entwicklung der Brille wäre ohne geschliffene Glaslinsen nicht möglich gewesen. Aber auch viele Instrumente, die für unsere Wissenschaft essentiell waren, funktionieren ohne geschliffene Glaslinsen überhaupt nicht. Zum Beispiel der Blick in die Sterne, das Entdecken entfernter Planeten wäre ohne Teleskope, die ja mit geschliffenen Glaslinsen funktionieren, nicht möglich gewesen. Auf der anderen Seite ermöglichen diese Linsen auch den Blick in ganz kleine Welten, in den Mikrokosmos sozusagen, denn auch Mikroskope funktionieren eben nur mit Glaslinsen. In der Sonderausstellung Meisterwerke aus Glas zeigen wir aber auch Gegenstände, die einen ganz eigenen ästhetischen Reiz des Glases zeigen. Grabungsfunde, die aus Glas sind und sich lange in der Erde befunden haben, entwickeln durch Korrosionserscheinung eine irisierende Oberfläche. Und diese in allen Regenbogenfarben schillernde Oberfläche, die wurde versucht, in der Zeit des Jugendstils künstlich nachgeahmt zu werden. Das erreichte man dadurch, dass verschiedene Dämpfe nach der Fertigstellung des Objekts auf das Objekt aufgebracht worden sind und so schillern diese Gegenstände heute noch in allen Farben des Regenbogens. Durch Metalloxide konnte aber auch die gesamte Glasmasse in unterschiedlichen Farben gefärbt werden. Das sieht man bei vielen Trinkgefäßen aus der Zeit des 19. Jahrhunderts. Und durch diese Färbung gehen aber die chemischen Voraussetzungen oder die chemischen Eigenschaften des Materials nicht verloren. Und diese sind ganz wichtig, weil dadurch eignet sich das Glas ganz besonders gut als Trinkgefäß oder als Vorratsbehältnis. Es ist sehr widerstandsfähig gegen Säuren, gibt selber keine Inhaltsstoffe ab und so eignet es sich eben besonders gut, um darin auch Nahrung aufzubewahren. Dadurch, dass man diese Gegenstände jetzt sozusagen in ein besonderes Licht setzt, dass man immer mit Spiegeln gearbeitet, um auch das Licht auf wichtige Stellen zu richten und auch den Objekten noch einen eigenen Zauber zu verleihen, dass das einfach einen ganz großen Unterschied macht zu dem, wie wir Glas im alltäglichen Leben wahrnehmen, obwohl es eben zum Teil ähnliche Gegenstände sind, die auch ähnlich geformt sind, die aus dem gleichen Material bestehen. Und dadurch, dass es eben schön präsentiert ist, wollen wir dem Publikum eben auch diese Faszination und die unterschiedlichen Erscheinungsformen vermitteln. Diese Ausstellung kann man eben zum einen genießen, indem man die Texte liest und sich wirklich ein bisschen informiert. Auf der anderen Seite, finde ich, ist es aber auch möglich, hier durchzugehen und einfach die Objekte auf sich wirken zu lassen, ohne dass man besonders viel liest und einfach so ein bisschen durchschlendert und einfach die Objekte einfach auf sich wirken lässt.